Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Ihr seid alle große Fans vom Tasmanian Tiger Modular Pack 30 gewesen. Jetzt ganz neu der Tech Modular SW Pack 25. Ich habe immer gesagt zu den Mitarbeitern von TT, speziell zum Markus, der in der Entwicklung sitzt, ich finde den Modular Pack total geil, aber was nochmal richtig cool wäre, wäre so eine Version, die einen Ticken kleiner ist und wo vielleicht auch kein Molle, auch wenn es Lasercut-Molle ist, drauf ist. Also einfach mal einen ganz slicken, schlichten Pack und siehe da, tada, als hätten sie meine Wünsche erfüllt, haben wohl noch mehr gewünscht, kommt jetzt hier dieser Rucksack in 25 Liter. Wir haben hier von der Größe her sind es 58 cm in der Höhe, 28 cm in der Breite und ca. 18 cm in der Tiefe. Hat ein Leergewicht von 1,7 Kilo, also nicht der leichteste, hat aber dafür auch noch ein paar Features, die ich euch gleich erklären werde, warum der so schwer ist. Ansonsten 700er Cordura und hier seht auch schon mal hier von der Farbe her, das ist nicht Oliv, das ist steingrau Oliv. Also das ist jetzt auch mit neu von Tasmanian Tiger, die neue Farbe finde ich sehr, sehr geil. Passt super cool auch zu Ranger Green von der Farbkombi. Oder auch zu UF Pro Steingrau Oliv passt das sehr gut. Ja, schöne Farbe, definitiv. Ja, was haben wir hier an Features an dem Rucksack? Der ist ja so nackig, sage ich mal. Wir haben einmal hier zwei große und tiefe Außentaschen. Die sind zusätzlich nochmal mit einem Klett unterlegt. Das heißt, hier könnte ich auch wirklich eine Klett-Magazintasche. Von TT gibt es ja hier diese Magazintaschen mit Klettrückseite. Die könnte ich hier zum Beispiel einkletten ohne Probleme. Würde passen. Dann haben wir auf der Front nochmal eine versteckte Tasche. Die kennen wir auch vom Modular Pack 30. Da war die auch genauso aufgebaut. Nur, dass hier diese Bungee-Cords noch drüber waren. Die gibt es hier nicht. Wenn ihr mal gesehen werden müsst mit dem Rucksack oder auch mal ein Klettfeld braucht für die Identifikation, habt ihr hier im unteren Bereich nochmal einen kleinen Zipper, wo man normalerweise so einen Regencape vermuten würde. Da ist hier aber einfach ein High-Vis-Panel drin, dass man dann hier entsprechend unter diese Flappe kletten kann. So, machen wir das mal gerade. Und schon habt ihr einen kleinen Bereich, ich habe es jetzt nicht so schön gemacht in der Eile, aber ihr wisst, wie es gemeint ist, habt ihr hier einen kleinen Bereich, wo ihr nochmal ein Patch platzieren könnt und zusätzlich hier das helle Signalorange, um besser gesehen zu werden. Ganz wichtig, wenn Leute nachts auf der Gas rumlaufen, sagte Hess. Kommen wir zum Tragesystem. Haben wir hier das typische TT-Tragesystem. Dick gepolstert, so kennen wir es auch vom Modular Pack 30. Entsprechend hier nochmal zu öffnen, kann man hier oben nochmal aufmachen, um nochmal zusätzlich Ausrüstung unterzubringen. Ich habe da beim Modular Pack 30 immer eine Isomatte reingestopft, so eine ganz dünne. Und die Tragegurte entsprechend auch dick gepolstert. D-Ringe, Brustgurt, ihr kennt das. Hier auch wieder schön gelöst. Schnellabwurfsystem mit Fastex-Verschlüssen, die hier unter dem Elastikband versteckt sind, damit ihr wirklich das nochmal ein bisschen geschützt habt und dass es auch nicht ohne, also von alleine aufgeht. Hat man da hier nochmal diese Gummis drum gemacht. Das ist jetzt gerade bei dem Rucksack auch extrem interessant, weil der nämlich auch ein Fach hat für eine versteckte Waffe, aber das zeige ich euch gleich. Da der Rucksack ja auch zur Modular-Pack-Familie gehört, muss der auch einen Beckengurt aufnehmen können. Ich habe den jetzt mal abgemacht. Ich trage den Rucksack jetzt schon eine Weile ohne Beckengurt. Trägt sich auch extrem gut. Auf der Millipol zum Beispiel haben wir den getragen, ohne Beckengurt, mit Laptop drin und Lichtpanel und allem drum und dran. Das war überhaupt kein Thema. Aber wer einen haben möchte und braucht, er ist dabei. Sieht so aus. Dick gepolstert, hat zusätzlich nochmal zwei Taschen. Und hier in der Mitte, wo der Klett ist, wird er dann entsprechend am Rucksack befestigt. Alles überschüssige Gurtmaterial wieder unter einem elastischen Band verstaut. So muss es sein. Ihr fragt euch vielleicht, wo das Manian Tiger Logo hier auf dem Rucksack geblieben ist, weil normalerweise findet man das ja immer irgendwo. Ich habe es gefunden. Ich habe auch einen Moment gebraucht. Es ist auf der Rückseite und zwar, wo ist es denn hin? Ah, hier. Ich habe es jetzt schon wieder hier vermutet. Aber es ist tatsächlich hier unter dem Gurt. Also ganz klein und schlicht. Von daher ist dieser Rucksack auch jetzt nicht in der Farbe, aber wenn man den in einer anderen Farbe wählen würde, in Schwarz zum Beispiel, auch ein sehr, sehr guter Undercover-Rucksack. Kommen wir zum Deckelfach. Die Form her ähnelt dem Modular Pack 30, allerdings ist hier das Fach
deutlich länger oder tiefer, je nachdem, wie man das sagen möchte. Der Modular Pack 30 hat ungefähr hier aufgehört mit dem Fach. Hier geht das wirklich bis hier vorne hin. Beult sich auch ein bisschen aus, also ich empfehle da auch jetzt nicht so dicke Gegenstände reinzutun, weil der Rucksack sonst ja ein bisschen schwierige Trageeigenschaften bekommt, weil das Gewicht dann nach hinten zieht. Aber dafür ist es auch nicht gedacht, denn in dem Bereich hier unten, mal gucken, ob ich das hier euch zeigen kann, in dem Bereich hier unten habt ihr nochmal ein Klettfeld, wo ihr nochmal einen Organizer für Stifte oder sonst irgendwas reintun könnt. Stifte könnt ihr aber auch hier oben reinpacken. Der hat hier noch das Messesetup. Ich habe hier mal ein paar Kugelschreiber für euch mitgebracht und ein paar Oink Oink Epic Aufkleber und Kabelbinder. Also der ist wirklich noch original von der Messe genauso gepackt. Was gegen den Geruch. Ein paar Taschentücher. Hier nochmal eine kleine Tasche für Batterien. Und ein Meshfach hier vorne dran. Also hier ist auf jeden Fall genügend Organisation im Deckel vorhanden. Hat auch sehr gut funktioniert auf der Messe, muss ich sagen. Alles, was schnell zur Hand sein musste, war auch schnell zur Hand. Hauptfach. Das ist ja eines der Eigenschaften, die beim Modular Pack 30 so beliebt war. U-Design, was man komplett über die ganze Fläche öffnen kann. Und dann auch entsprechend hier die Organisation. Während der Modular Pack 30 ja bereits mit Organizer-Taschen kommt, ist dieser Rucksack hier, der kommt ohne Organizer-Taschen. Ihr habt hier in der Flappe nochmal eine Mesh-Tasche für Handschuhe oder sonst irgendwas. Und hier im unteren Bereich nochmal zwei Klettstreifen, wo ihr dann nochmal Organizer-Taschen anbringen könntet. Die Rückwand kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor, beziehungsweise zumindest die Seiten. Da ist wieder das Molle-Klett, wo ihr Molle-Taschen oder auch Klettmodule aufbringen könnt. Und hier an der Rückwand entsprechend nochmal Klettstreifen. Das ist neu, da war bei Modular Pack 30, war hier auch Molle-Klett. Hat man gesagt, okay, braucht man vielleicht an der Stelle nicht unbedingt. Deswegen hier nur einfache Klettstreifen, um hier nochmal zusätzliche Ausrüstung unterbringen zu können. Jetzt wird es kurz laut. Hier hättet ihr jetzt Zugriff in das versteckte Fach. Also wenn ihr eine Handfeuerwaffe oder so in dem versteckten Fach, was ich euch gleich zeigen werde, unterbringen, könntet ihr auch hierüber rankommen. Oder aber auch, wenn ihr den Rucksack zivil nutzt, hier einfach eine Trinkblase deponieren. Auch hier wieder keine. Also hier sind die Durchlässe für den Trinkschlauch rechts und links angebracht. Aber hier ist momentan in dieser Demo-Version, die wir hier haben, keine Möglichkeit, die Trinkblase aufzuhängen. Wäre aber auch nicht so das Problem. Denn es gibt hier genügend Klett, wo man auch eine Trinkblase in einem Sleeve hier dran nageln könnte. So, dann gucken wir uns jetzt erstmal von dem Geheimfach an, beziehungsweise von dem Waffenfach. Von der Seite aus. Einmal das Ganze schließen. Umlaufender Reißverschluss direkt hinten an dem Rückenpolster. Hier habt ihr zwei YKK-Reißverschlüsse, die sich auch entsprechend gegen unbefugten Zugriff sichern lassen. Ihr habt hier eine kleine Öse, wo man ein Schloss anbringen kann, wenn ihr mal nicht am Mann seid. Ansonsten große, griffige Zipperpulls mit Gummimantel, wo ihr wirklich auch dann schnell ziehen könnt, wenn es denn notwendig ist. Lässt sich auch über die komplette Fläche öffnen. Dann habt ihr hier, wenn ihr den Rucksack auf der einen Seite löst, einen schnellen Zugriff. Rucksack kommt nach vorne, oben einfach aufgeklappt, Handfeuerwaffe gezogen, fertig. Mit dabei gleich ein Pistolenholster. Ganz simple Sache. Universalholster, passen alle Waffen rein. Man hat hier eine Möglichkeit, nochmal mit einer Sicherung zu arbeiten. Wenn man das möchte, kann die aber auch weglassen. Und ansonsten wird die Weite hier über den Klett eingestellt. So rum. Kann sie universell vom Winkel auch platzieren, wie man das möchte. Das ist nicht dabei, haben wir jetzt mal einfach reingesetzt, damit ihr seht, was da noch so hinpassen könnte. Hier könnte man jetzt nochmal 5 Magazine oder 6 Magazine sogar unterbringen für die Kurzwaffe. Würde hier alles reinpassen, kein Problem. Das ist jetzt auch die typische Rückwand vom Modular Pack 30, nämlich Molle Klett nochmal. Haben sie quasi eine Schicht nach hinten gebracht. Oder auch nicht, das zeige ich euch gleich. Hier wäre jetzt dann auch nochmal die Tasche, in der das Framesheet und das Polster untergebracht ist. Ihr habt einen ganz weichen Schaumstoff und dahinter liegend ein Plastik-Frameship, ist auch relativ leicht oder beziehungsweise flexibel, wird aber mit einer Alustrebe hier in der Mitte nochmal gehalten. Das heißt, der Rucksack gibt euch ziemlich guten Tragekomfort.
Messer approved auf jeden Fall. Für die zivile Nutzung geiles Feature, weil ich ein Liebhaber von 17 Zoll Notebooks bin. Man kann hier in dieser versteckten Waffentasche ohne weiteres auch ein 17 Zoll Notebook unterbringen. Da braucht man auch nicht irgendwie nochmal ein Polster oder eine Hülle oder sonst irgendwas, weil die Rückwand ist gepolstert und die Vorderwand ist relativ steif durch das Tragesystem. Also das Laptop ist wirklich super gut geschützt. Wenn man den Rucksack nicht gerade mit Wucht absetzt, kann man hier ohne weiteres ein 17 Zoll Notebook unterbringen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine Kurzwaffe oder ein Waffensystem wie eine MP7, die ein bisschen tiefer ist und der Platz im Rucksack euch nicht reicht, könnt ihr hier diese Mittelwand einfach herausnehmen. So sieht sie aus. Und dann habt ihr komplett den Zugriff bis nach vorne zum Rucksack. Was natürlich eine geile Sache ist. Da kann man auch mal einen Helm oder sonst irgendwas unterbringen. Wäre überhaupt kein Thema. Das würde hier jetzt alles reinpassen. Das heißt, wenn ihr den Rucksack nach vorne bringt, ihn aufklappt, habt ihr hier komplett eine Weste, Helm, was auch immer, im direkten Zugriff von hinten. Der Tech Modular SW Pack 25 wird mein neuer Lieblingsrucksack von Tasmanian Tiger. Ich finde, gerade hier auch in dem Steingrau-Oliv macht er echt eine schöne Figur. Ich mag Rucksäcke, die total slick sind, wo keine großen Schlaufen, Molle, Gedöns dran sind. Brauche ich persönlich nicht. Von daher geht der Preis für den schönsten Rucksack für mich an den Rucksack hier. Bekommt ihr überall da, wo es Tasmanian Tiger Produkte zu kaufen gibt. Den Link zum Hersteller blende ich euch unten ein. Wenn ihr noch Fragen zu dem Rucksack habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Ihr seid alle große Fans vom Modular Pack 30. In diesem Jahr, beziehungsweise im nächsten Jahr, gibt es den Modular Pack 562818. Klettfelder gibt es auch nicht, ist auch wieder so ein Low-Profile-Rucksack. Aber wenn ihr hier schnell mal ein Klettfeld zur Hand braucht oder beziehungsweise eine bessere Identifikation oder wie...